Am Anfang war dein Ende. Von Faye Kellerman. Es liest Thomas Ballou-Martin. Du musst mir einen Gefallen tun. Dieser Satz kam völlig unvermittelt. Umgangsform am Telefon, wie gutes Benehmen ganz allgemein, hatten noch nie zu den Stärken des Jungen gehört. Decker wusste sofort, wer der Anrufer war. Seit Mac Adams das Greenbury Police Department verlassen hatte, um in Harvard Jura zu studieren, hatte er sich sporadisch immer wieder bei ihm gemeldet, hauptsächlich um sich zu beklagen. Dabei ging es meist weniger um das Studium selbst als um Mac Adams oder andere Leute, die ihm auf die Nerven gingen. Schieß los! Es ist gerade vorlesungsfreie Zeit und in zwei Wochen sind Prüfungen. Kann ich runterkommen und mich zum Lernen bei euch einquartieren? Hast du Probleme? Nein. Howard hängt mir einfach zum Hals raus. Du kennst mich doch. Ich bin kein guter Teamplayer. Wie lange willst du bleiben? Zehn Tage, höchstens zwei Wochen. Kann ich also kommen? Natürlich, Tyler. Du bist jederzeit willkommen. Wann wolltest du uns denn beehren? Ich sitze schon im Bus. Kannst du mich abholen? Der Himmel war grau und verhangen, die Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt. Nach dem letzten Schneesturm war der Highway geräumt worden, aber hier und da war der Asphalt noch spiegelglatt. Trotzdem tat es gut, mal aus dem Revier zu kommen. Decker bog in den Busbahnhof ein, als gerade der Bus einfuhr. Er stieg aus dem Auto und musste sich erst einmal strecken. Eine halbe Stunde eingezwängt hinter dem Steuer eines Kleinwagens, war bei sein 1,95 die reinste Tortur gewesen. Natürlich war er auch nicht mehr der Jüngste, aber er fühlte sich noch ziemlich fit. Er hatte volles, wenn auch mittlerweile weißes Haar, und sein buschiger Schnurrbart ließ noch die ursprüngliche rotbraune Farbe erahnen. Er ging nicht gebückt, und sein Gehirn funktionierte tadellos. Was wollte man mehr? Obwohl er beinahe jede Woche mit dem Jungen telefonierte, war dies ihr erstes Treffen seit fünf Monaten. Als Tyler aus dem Bus stieg, sprang Decker sofort Veränderungen ins Auge. Der Junge war immer noch eher schmal gebaut, aber scheinbar hatte er trainiert. Sein Brustkorb wirkte breiter, und auch sein Hals sah kräftiger aus. Er hatte sich die dunkelbraunen Haare wachsen lassen, sie hing ihm ohne jede Fasson fast bis auf die Schultern, er musste dringend zum Friseur. Mit seinen grünbraunen Augen, mit denen er gewöhnlich sein Gegenüber eingehend musterte, suchte er nun den Bahnsteig ab. Sobald der Decker entdeckt hatte, zeigte sich der Anflug eines Lächelns auf seinen Lippen. Als Tyler letzten August Greenberry verlassen hatte, waren seine Schussverletzungen bereits verheilt gewesen. Trotzdem hatten sie Spuren hinterlassen. Er hinkte minimal, was einem nur auffiel, wenn man genau hinsah. Mit der Zeit würde sich auch das geben. Aber die Erinnerung an das, was ihm widerfahren war, würde nicht so schnell verblassen. Decker nahm ihm die Reisetasche ab. Willkommen zu Hause! Jetzt strahlte Tyler ihn an. Wenn das hier zu Hause ist, stecke ich ganz schön in Schwierigkeiten. Decker umarmte ihn. Oh, wie wär's dann mit? Schön, dass du wieder da bist. Tyler nahm einen tiefen Atemzug. Mann, ich fühle mich schon viel besser. Wie lief's hier in Greenbury, während ich weg war? Keine Zwischenfälle. Und nach dem, was letzten Winter passiert ist, kann das ruhig so bleiben. Die beiden Männer waren am Auto angekommen. Decker öffnete die Zentralverriegelung, Tyler legte seine Tasche auf den Rücksitz und stieg auf der Beifahrerseite ein. Also gibt's gerade nichts Interessantes? Decker ließ den Motor an und drehte die Heizung voll auf. Einen Toten hatten wir, aber der ist eines natürlichen Todes gestorben. 81, Herzinfarkt. Tyler drehte sich zu Decke. Schön, dich endlich wiederzusehen, alter Mann. Sie ist gar nicht mal schlecht aus für dein Alter. Ach, den Zusatz hättest du dir sparen können. Sie ist übrigens selbst nicht übel aus. Du warst im Fitnessstudio. Dabei kann ich mich gut entspannen. Tyler fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Ja, ich weiß, ich muss dringend zum Friseur. Immer muss man sich um sein Aussehen kümmern. »Wenn's nur nach mir ginge, würde ich jeden Tag dieselben alten Jogginghosen und Turnschuhe tragen, bis sie mir vom Leib fallen.« Decker musste lachen. <laughs> »Gut, dass du genug Geld hast, um als Exzentriker durchzugehen. Sonst könnte man dich glatt für'n Penner halten.« »Danke. Wenn das der einzige Unterschied ist?« Ein Anruf vom Revier erreichte sie über das Bluetooth-System des Wagens. Decker drückte die Lautsprechertaste. Mike Raiders Stimme dröhnte heraus. Wo zum Teufel bist du? Was gibt's denn? Wo steckst du? Raider klang noch immer angespannt, aber zumindest brüllte er nicht mehr. Ich habe gerade Tyler Mac Adams vom Busbahnhof abgeholt. Er ist ein paar Wochen zu Besuch hier. Hallo, Captain. Oh, hallo, Tyler. Wieder alles im Lot? Ja, alles bestens. Gut, Decker. Wann bist du an der Ausfahrt Elwood? In ungefähr zehn Minuten. Was ist los? Ich gebe dir jetzt die Wegbeschreibung durch. Wir sehen uns dort. Du kannst den Jungen mitbringen. Was ist denn passiert? Wir haben eine Leiche. Nachdem sie sich auf den serpentinartigen, unbefestigten Waldwegen mehrmals verfahren hatten und wiederholt hatten umdrehen müssen, erreichten sie nach einer halbstündigen Fahrt schließlich die entlegene Stelle. Als Decker die Lichtung gefunden und seinen Wagen zu den übrigen Polizeifahrzeugen gestellt hatte, mussten er und Tyler sich noch mehrere Minuten durch den winterlich kahlen Baumbestand bis zum Tatort durchkämpfen. Drei Uniformierte bewachten die Stelle und verteilten Schuhüberzieher einmal Handschuhe und Klarsichtbeutel für Beweismittel. Decker und Tyler streiften den Schuh und Handschutz über, dann duckte sich Decker unter dem Absperrband hindurch. Auf dem Boden lag eine Schicht Neuschnee. Das Team war so umsichtig gewesen, die Spuren, die zur Leiche hin und wieder wegführten, nicht zu verwischen. Zahlreiche andere Spuren verliefen kreuz und quer über den gesamten Bereich: Rehe, Hasen, Wildtruthühner und Füchse. Es handelte sich um eine unbekleidete, männliche Leiche. Sie lag ausgestreckt auf dem Rücken und war leicht nach links gekrümmt. Schätzungsweise 1,80, Gewicht zwischen 65 und 70 Kilo. Keine offensichtlichen Verletzungen an Rumpf, Armen und Beinen ausgenommen Reis und Bissspuren, die vermutlich von Tieraktivität herrührten. Auch der Bauch war aufgerissen. Decker bemerkte die Totenflecken an der Unterseite der Leiche, Verfärbungen durch Blut, das sich dort gesammelt hatte. Die Haut fühlte sich kühl an, aber die Leiche war noch nicht gefroren. Mit dem Handy machte Decker einige Aufnahmen von der Leiche. Dann ging er in die Hocke und wischte vorsichtig die feine Schicht Schnee vom Kopf des Toten. Jetzt konnte er ein rundliches Gesicht, blaue Augen, glattes, rotbraunes Haar, volle Lippen und ein leicht fliehendes Kinn erkennen. Der geöffnete Mund gab den Blick auf intakte Vorderzähne frei. An der rechten Schläfe befand sich ein einziges Einschußloch. Gesicht und Schultern waren von angefrorenen Blutspritzern überzogen. Decker erhob sich wieder. Wenige Zentimeter neben der rechten Hand der Leiche lag ein Revolver. Die Finger waren gekrümmt, als sei dem Toten die Waffe aus der Hand geglitten. Etwa einen halben Meter entfernt lag ein säuberlicher Stapel Kleidung. Daneben stand ein paar Schuhe. Decker sah auf sein Handy, aber hier draußen hatte er keinen Empfang. Er drehte sich zu Mac Adams um. Das letzte Mal, als der eine Leiche gesehen hatte, war ihm schlecht geworden. Alles okay? Geht schon. Vermutlich, weil wir im Freien sind und es nicht so schlimm riecht. Ach, frische Luft hilft. Die Leiche sieht übel aus. Tierfraß, oder? Ach, sehr wahrscheinlich. Decker wandte sich Lauren Hellman zu, die Polizistin, die ihm am nächsten stand. Sie war in den Dreißigern und hatte blonde Locken und braune Augen. Wer hat ihn gefunden? Anonymer Anruf im Revier. Das System hat doch sicher die Handynummer gespeichert. Hellman lächelte. Na klar. Als wir zurückgerufen haben, war nur eine Mailbox dran von einem äh, Carson, der Captain fand, er klang wie ein Teenager. Er hat ihm draufgesprochen, dass er sich umgehend bei der Polizei melden soll. Selbst wenn er es nicht tut, kriegen wir raus, wer er ist. Den Jungen muss ich dringend vernehmen. Das Opfer sieht selbst fast noch wie ein Teenager aus. College Student, schlug Mac Adams vor. Uns liegt keine Vermisstenmeldung Meldung von den Colleges vor. Machen die das normalerweise? Wenn die Leute länger als ein, zwei Tage verschwunden sind, schon. Aber in diesem Fall. Ist es vielleicht noch nicht so lange her? Die Leiche ist noch nicht gefroren. An Lauren gewandt. Hat jemand irgendwas angefasst? Nein, Sir. Lag die Kleidung schon so, als sie hier ankam? Ja, Sir. Okay. Haben Sie den Coroner schon benachrichtigt? Ich glaube, Captain Rader hat das Büro des Coroners von New York angerufen. Keine Ahnung, ob er auch externe Ermittler angefordert hat. Aber nicht nötig. Wir schaffen das auch allein ist schließlich nicht wie der Mordfall letztes Jahr.« Lauren runzelte die Stirn. »Ist doch besser so was, Detective McAdams?« »Stimmt. Wusste gar nicht, dass Sie wieder da sind.« »Nur für ein, zwei Wochen.« »Da sind Sie ja gerade rechtzeitig gekommen.« Decker schaltete sich ein. »Er ist nicht dienstlich hier.« »Bin ich nicht?« »Ich dachte, du musst für die Prüfung lernen.« »Prüfungen sind überbewertet.« Heiler grinste und rieb sich die behandschuhten Hände. Was kann ich für dich tun, alter Mann? Wenn du wirklich helfen willst, hol dein Handy raus und mach Fotos von der Kleidung und von den Schuhen. Ich könnte auch noch ein paar von der Leiche gebrauchen, bevor ich mir die Taschen vornehme. Geht klar. Decker vermaß die Entfernung zwischen Leiche und Kleiderstapel sowie zwischen rechter Hand und Pistole. Als er alles notiert hatte, ging er in die Hocke und durchsuchte die Taschen der Kleidungsstücke, wobei er sich Mühe gab, den Stapel so wenig wie möglich durcheinander zu bringen. Leer, nicht mal das kleinste Fitzelchen Papier. Er erhob sich und klopfte sich den Schmutz von der Hose. Wir haben eine unbekannte männliche Leiche. Er drehte sich zu Mac Adams um. Was ist deine Einschätzung? Der junge Mann überlegte einen Augenblick. Selbstmord. Oder Mord, der wie Selbstmord aussehen soll. Warum Selbstmord? Äh, weil die Pistole neben seiner rechten Hand liegt und die Wunde auch rechts ist. Adams ging in die Hocke und betrachtete die Wunde aus der Nähe. Feine Blutspritze an der Schläfe. Wenn wir die rechte Hand überprüfen, finden wir vermutlich Schmachspuren, Keine offensichtlichen Blutergüsse oder Wirgemale, die man als Kampfspuren interpretieren könnte. Gut, und weiter? Gesetzten Fall, es war Selbstmord. Muss unser Unbekannter zu Fuß hierher gekommen sein. Fahrradspuren sehe ich nämlich keine. Dafür gibt's jede Menge Fußspuren. Diese hier, Decker deutete auf die Abdrücke von einem paar Schuhe, die kommen aus dem Wald und enden genau hier. Vom Abdruck kann man nicht allzu viel erkennen. Aber da, unter den Bäumen, sind ein paar gut erhaltene. Was bedeutet, dass er gestern Abend hier ankam, bevor es geschneit hat. Aber diese andere Spur hier kommt aus der entgegengesetzten Richtung. Es gibt ziemlich viele Abdrücke, und das Profil ist wesentlich besser zu erkennen, viel frischer, vermutlich von heute früh. Richtig. Unser anonymer Anrufer und wahrscheinlich ein Freund, denn es sind zwei Spuren. Sie enden etwa einen Meter vor der Leiche, dann führen sie abrupt wieder zurück in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Und wie man sehen kann, ist der Abstand der einzelnen Abdrücke auf dem Rückweg größer. Sie rennen von der Leiche weg. Ganz genau. Decker dachte einen Moment nach. Wenn das hier Mord war, würde ich Hinweise im Schnee erwarten. Schleifspuren neben den Fußspuren etwa. Vielleicht hat der Mörder die Schleifspuren verwischt und abgewartet, bis der neue Schnee den Rest bedeckt hat. Tyler hielt kurz inne. Dann glaubst du, es war Mord? Ist ein seltsamer Ort für Selbstmord. Normalerweise wollen Selbstmörder, dass sie möglichst schnell gefunden werden. Mac Adams nickte. Und was machst du aus der Tatsache, dass er nackt ist? Ach, gute Frage. Die Welt verlassen, wie er sie betreten hat. Decker schüttelte verständnislos den Kopf. Ach, zuallererst müssen wir rauskriegen, wer er ist. Sieh zu, dass du viele Fotos von seinem Gesicht machst, denn wenn wir keinen Ausweis oder etwas in der Art finden, müssen wir uns von Tür zu Tür durchfragen. In Ordnung. Während Mac Adams die Fotos machte, ging Decker zurück zu Lauren. Hat jemand ein Auto, Motorrad oder auch ein normales Fahrrad gefunden? Wir sind hier mitten im Wald. Falls er nicht irgendwo eine Hütte hatte, gehe ich mal davon aus, dass er mit irgendeiner Art von Transportmittel hergekommen ist. Wir haben kein Fahrzeug gefunden, aber wir haben bislang auch nur die unmittelbare Umgebung abgesucht. Decker begann, den Boden nach Reifenspuren abzusuchen. Fehlanzeige. Mac Adams gesellte sich zu ihm. Ich habe etwa zwanzig Aufnahmen von seinem Gesicht gemacht. Willst du mal sehen, bevor ich mir die Fußabdrücke vornehme?